Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem feiernden Hurricane führen. Um die Musik weg? Ach so, okay. Die glänzende Scheibe kann die Zukunft dramatisch scheinen. Also ich habe gesehen, dass es ein bisschen buggy ist, aber naja. Eine Handlung formt den Verlauf der Geschichte. Ja, ich werde mit Maus und Tastatur spielen. Weil ich hätte jetzt zwar noch einen Controller. Das Problem dabei ist aber deine Geschichte. Ist eine von vielen Möglichkeiten. Ich bin einfach schlecht in dem Hinlegen. Also, wähle deine Handlung mit Bedacht. Also ich habe meinen Controller immer hingelegt, weil ich immer so eine Zitterhand habe. Und hier kommt es ja sehr auf. Naja, Hinlegen an. Es wurde mir echt empfohlen, mit DualSense-Controller zu spielen. Habe ich leider nicht. Also, ich habe einen PC-Controller. Aber egal. Das Lustige ist im Menü, da hat die ganze Zeit irgendwer. So ein, ich weiß nicht, ob das Google Übersetzer Deutsch war, aber der hat echt komisch gesprochen. So, es ist, ich hab's das letzte Mal vielleicht vor 7 Jahren gespielt. Keine Ahnung. Also es kam ja vor 9 Jahren raus, da habe ich das erste Mal gespielt. Da sind bei mir, ich glaube 2 haben nur überlebt oder so. Wo ich es dann nochmal vor 7 Jahren gespielt habe, haben alle überlebt. Okay, an bestimmten Stellen in der Story wirst du unter Druck stehen. Nutze WASD oder den linken Stick, um die Cups innerhalb der Begrenzung zu halten. Probiere es jetzt aus. Muss man das nicht mehr? Geil, what the fuck, wie geil ist das denn? Oh Gott, ist ja übel schwer. What the fuck? Okay. Wenn du nicht innerhalb der Begrenzung bleibst, lenkst du die Aufmerksamkeit auf dich. Ah, das ist ja schön. Das ist ja super. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Hauptsache, du gehst nicht so, so quer. Also, dass ich 2 Tasten auf einmal drücken muss, das wäre ja richtig fies. Ach, Mike, wieder nur am Saufen. Oder war es überhaupt Mike? Das ist, glaube ich, Hannah. Ne, es war Josh. Okay. Das ist Beth. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. War es damals genauso? Ich glaube. Oder haben die das geändert? Generell frage ich nicht, was die alles geändert haben. Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Sch, sch, sch.
Warum sehen die so komisch aus, alle? Sieht gar nicht der echte. Naja, egal. Wo ist eigentlich Chris? Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich weiß nicht mehr. Überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Ach, das, Chris. Oh, der Arme. Ich hoffe, das ist kein Edding. Wo ist Ashley? Können wir Josh später auch noch anmalen? Ja, sehr nett. Ich sehe schon, ich soll zum PC gehen. Aber ich gucke mich hier erstmal um. Also, es ist auf jeden Fall von der Grafik her schon mal viel besser. Weil ich weiß gar nicht, ich habe ja gesagt, ich habe es zum Release gespielt, da war ich beim Kumpel. Und selber habe ich es. Später gespielt. Also. Eingespielt, wo ich eine eigene PC hatte. 2018. Denn dann sind es doch erst 6 Jahre. Ach, keine Ahnung. Jeden Fall sieht's gut aus. Was man hier alles machen kann. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt das Tutorial. Da ist ja eh schon egal, was man macht. Ist sowieso gescriptet. Oder die haben es verändert, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil das dann wäre die Story ja komplett anders. Frage ist, gibt es ja auch die Totems? Jawohl, ich mag die. Das ist irgendwie das Beste an dem Spiel. Ja, mit dem PlayStation-Symbol. Alter, wie lang sind die das bewegt? Was soll ich jetzt machen? Ach du. Ja. Das ist so dumm. Das meine ich. Oh nee, Alter, ich kann nicht mehr. Taste, okay.
Hallo, ich bin ein Amerikaner. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Tod im Fragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Tote freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Taste, okay. Weaverholen, enter. Thundersucken, DA. Circe K. Brecht, Alter, ich kann das nicht mal mit dem Typen. Von Beth auf dem Berg gefunden, tot. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Das sind 11 Ergebnisse der Vergangenheit. Naja, sieht auf jeden Fall lustig aus. Circe K. Brecht, must haste. Tod, Führung, Verlust, Gefahr, Glück und Hunger. Taste, 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 taste. taste, totems. Ich muss das unbedingt ausstellen, also. Men, Beth, status. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Beth, taste, schmetterlingsft. Beth und Ashley sind nicht so gut befreundet. Okay. Die ist auch nicht so gut mit ihrem Bruder befreundet. Alles klar. Okay. Du magst Matt genauso wenig wie Mike. Okay. Also das ist auf jeden Fall geil. Men, Schmetterlingsft. GSP. Hör auf, was Taste. zu sagen. Das Men, regt mich auf. Verwinkend, Hinweis. Alter. Men, 19. Men, Di. Men, Be. Okay, Circe K. das haben die Brecht, dann must so haste. wie Franco Stainos gemacht. Also, diese neuen Sachen hinzugefügt. Finde ich gut. Aber jetzt nochmal, um auf das Spiel zurückzukommen. 70 Euro? 70? Da dachte ich mir auch so, für ein Spiel, was schon lange auf dem Markt ist, nur mit aufgebesserter Grafik. Ja, das ist natürlich dann, weiß ich nicht. Weiß ich aber nicht. Aber gut, wer es jetzt hat, der kann es ruhig sich leisten. Gut, es ist ein PlayStation-Spiel. Die normalen Spiele kosten bestimmt auch 70 Euro. Sag mal, was mich aufregt, ist, dass man nicht rennen kann. Warum kann ich denn nicht rennen? Die Pennerichs. Und vor allen Dingen, dieses Spiel lebt davon auch, Secrets zu finden. Also, ich will natürlich wieder versuchen, alles zu finden. Da hätte ich beinahe schon was verpasst. Ja, wen haben wir da? Chris, Josh, Sam, Matt und Mike. Ja, die Geschwister. Ashley und... Ich verwechsel Matt und Mike immer irgendwie. Ja, ich noch mal gucken dann. Oh, das war. Ich habe den Namen vergessen. Und Ashley. Ist ja gemein. Ist nicht nett, muss man sagen. Finde ich nicht nett. Jemanden anzumalen, einfach wenn er pennt. Naja. Boah, Hey, Alter. hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Josh schläft. Ist ja gruselig. Mal gucken, ob das immer noch so ist wie damals. Da bin ich schon mal gespannt. Der Typ, der die gleiche Story hat, der da draußen war. Oder ob sie was geändert haben. Man weiß es nicht.
Okay. Hen, es hat Spaß gemacht, mit dir abzuhängen. Niemand versteht mich so wie du. Komm später zu mir, ich werde warten. Mike. Oh oh. Oh mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Das ist ein Riesenfehler, den du machst, Mike. Hey, Hannah. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Hannah, Hannah, hey, nicht. Das ist nur ein dummer Streich, okay? Oh, Leute. Tut mir leid, Hannah. Das ging ein bisschen weit, aber... Mike! Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Das ist schon gemein, muss man sagen. Andere suchen. Josh pennt bestimmt. Man, Beth, Status. Oh, neugierig. 30K wrecked must. Oh, jetzt ist, ich stell das aus. Das ist echt nervig. Hannah! Was ist denn los? Wo will sie hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur Spaß. Ihr Idioten! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Also. Hannah! Es gibt echt ein paar Leute, die ich sehr unsympathisch finde. Darunter Jess. Ja, diese andere Troller, Emily, glaube ich. Mike mag ich auch nicht so. Der Rest geht ab. Aber am schlimmsten ist Jess. Also. Oder eine von beiden. Also, die sind beide recht echte Bitches. Bitch fight.
Was? Junge, gehst du einfach nochmal zurück, okay. Ah, ich meine, das ist eh alles gescriptet. So, ich weiß ja mehr als du. An deiner Stelle würde ich einfach im Haus warten. Genau deswegen. Vor allen Dingen würde ich niemals alleine dann nach ihr suchen. Im Dunkeln. Hannah? Auf dem Berg. Also da kann auch sowas passieren, ne? Also. Auch wenn das jetzt... Na, er nicht getroffen hätte, stell dir mal vor, ihr werdet allein im Wald und werdet dann vom... Fußspuren? Vom Hirsch getroffen. Ist zu. Wir hatten das jetzt zugemacht. Können wir bitte nicht da reingehen? Dann frage ich mich, wenn die ihr Handy mit hat, wieso die da keine Hilfe ruft. Später. Jetzt das Tutorial, glaube ich, fertig komplett. Oh. Jawohl. Ja, das so sowas finde ich gut. Schnell. Fußspuren. Wobei es eher egal ist. Man, Beth, Status. Tapfer. 30K, ja. 30K, breath, muscles. Oh. Scheiße. Fuck. Shit. Verdammt, Hannah. Wo steckst du? Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Beth? Hannah! Ach so. Ach so, der... Ja... Vergessen. Die haben einfach ihr Handy verloren. Ey, wie kann man nur so blöd sein, jetzt mal ganz ehrlich. Nee. Egal, was ich jetzt mache. Passiert eh dasselbe. Knack. Ja. Ende den Prolog. Ich weiß, dass du letztes Jahr getan hast. Schön. Doch. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast.
Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Ja. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Das hat auch irgendwie bei Frank Stone gefehlt. Also, einfach diese Shit-Talkerei dem Typen. Ja. Also ich sehe eine Scheune und eine Vogelscheuche. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Da bin ich schon ein bisschen nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche. Ich verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel? Nee. Ach nein? Warum? Ich wäre einsam. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Vielleicht sollten wir das in Zukunft erforschen. Hm? Denn ich fürchte, unsere Zeit ist um. Oh, hat mir aber gefallen. Heute. Nur bis zur nächsten Sitzung. Also verbring bis dahin etwas Zeit mit Freunden in einer Atmosphäre von Sicherheit. Ja, in Sokori gab es ja diese Hexe. Das war auch cool, mit den Tarotkarten. Das hat komplett gefehlt in Frank Stone. Sind alles sehr coole Schauspieler. Ich glaube, ich werde einen Copyright Strike wegen der Musik bekommen, aber egal. Heute vorgenommen.
genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung leitete. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! War schön, dass alle das mitschauen können, im Bus. Wobei, sie ist, glaube ich, einzeln. Ein so riesen Bus und dann fährt nur sie dahin. Memento Mori. Das, ja. Das ist schlecht. Da kann der Killer uns direkt killen. Blackwood Pines. Sam hat ja Geld, die kann sich das leisten. Oh oh. Sam, Hannahs beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, tapfer. Wie geht's beim nächsten Mal weiter? Kann ich schon stoppen oder willst du erstmal. Ich mache erstmal die Sequenz fertig. Hallo? Ist jemand hier? Also, Sam war ja. Oh, ich stelle das unbedingt aus. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.